Weniger Plastik im Garten. Da werden sicherlich die meisten zustimmen. Und auf was ich hier setze, sieht man ja schon deutlich. Das sind verzinkte Geräte, die man wirklich im Garten gut gebrauchen kann und die wirklich unverwüstlich sind. Also hier die meisten Objekte, die hier stehen, die sind ja mindestens 50, 60, 70, 80 Jahre alt. Alles dickes Material, verzinkt, hält eigentlich ewig, unverwüstlich. Der einzigste Nachteil ist, dass dieses Material also relativ schwer ist, denn Metall und dann nochmal verzinkt, das hat schon einiges an Gewicht. Nun habe ich dann auch mal versucht, neue Gießkannen zu besorgen. Diese vier hier sind neu. Dann sind sie sehr leicht, wenn sie jetzt aus reinem Zink wären, wie so eine Zinkdachrinne, dann würden sie auch super gut halten. Aber sie sind ja leider auch nur verzinkt. Wenn man immer Magnet dran hält, merkt man sofort, das ist nur verzinkt. Und wenn ich immer so ein Stück Dachrinne nehme, das ist ja ist nicht magnetisch, weil sie besteht aus reinem Zink. Sowas hält natürlich auch richtig, richtig lange. Warum man jetzt diese Kannen nur verzinkt mit so dünnem Metall, Eisen innen drin, weiß ich auch nicht. Ups. Aber auf jeden Fall ist hier so eine von diesen Kannen bereits, ich weiß nicht, es ist der zweite oder dritte Sommer, jetzt habe ich hier schon Löcher drin, ist auch innen drin schon rostig. Kann man also wirklich vergessen, so leichte Teile. Auch die nur verzinkt. Die hat schon etwas bessere Qualität, aber die fängt jetzt auch innen dran an zu rosten. Und sicherlich eine gute Qualität hat diese neue Zinkkanne, Zinkgießkanne, aber die ist auch dann wieder ein ganz Stück schwerer. Also gar nicht so einfach. Vielleicht gibt es ja doch nochmal Firmen, die Gießkannen aus reinem Zink herstellen. Aber da diese verzinkten Geräte so unverwüstlich sind, sind sie auch noch überall zu bekommen. Das heißt also Haushaltsauflösungen, Flohmärkte. Da haben wir auch die meisten Teile eigentlich her. Ich habe jetzt erst letzte Woche diese zwei Teile hier im Nachbardorf gekauft. Also die sind noch nicht mal gebraucht. Die sind zwar über 50 Jahre alt, aber noch nie gebraucht worden. Ja? Zum Aufbewahren von, was weiß ich, von Erde, Asche, alles Mögliche. Auch der Eimer hier, unbenutzt. Und die liegen ja preislich nicht hoch. Das ist vielleicht also zwischen 5 und 15 Euro, würde ich sagen, für so ein Teil. Oder auch hier, was ich letztes Jahr habe, ich eine von diesen großen Zinkwannen gekauft. Und zwar ganz zum Schluss bei einem Dorfflohmarkt. Die hat gar keiner genommen. Also da habe ich dann freiwillig 60 Euro, weil sie super im Zustand war, 60 Euro für bezahlt. Also da kann man auch dann, da kann man Wasser drin auffangen, da kann man auch Sand oder Erde oder irgendwas machen. Oder wie hier diese normalen Wannen, da kann man ja wirklich gut Zucchini ansetzen. Also es gibt schon Unmengen an Möglichkeiten, wie man diese Teile auch verwerten kann. Natürlich habe auch ich jede Menge Kunststoffartikel überall im Haus, auch hier draußen. Also allein diese Aufnahme wird man wahrscheinlich mehrere sehen. Zum Beispiel oben das Netz gegen Fliegen, also gegen Möhrenfliege, Zwiebelfliege. Dann wird man wahrscheinlich hier ein Stück Schlauch sehen, Kunststoff. Und dann auch eine Plexiglasscheibe, da kommen wir gleich noch zu, die da oben in der Tür vom Treibhaus ist. Denn da sieht man mal, wie schlecht mancher Kunststoff auch auf Dauer ist. Ich denke, wir sind darauf angewiesen, dass wir uns gegenseitig Anregungen geben, wo wir vielleicht was ändern können. Manchmal brauchen wir einfach neue Ideen, wie man jetzt den Kunststoff gegen andere Materialien austauschen kann. Und dazu soll eigentlich auch dieses Video dienen. Zum Auffangen von Regenwasser haben wir inzwischen drei alte Weidefässer. Hier zwei und oben noch mal im Garten. Also die sind ja auch gar nicht so teuer. Also vielleicht 100, 150 Euro haben wir jeweils bezahlt. Es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Wasser aufzufangen. Zum Beispiel in so einem Holzbottich. Die sind ja ursprünglich eigentlich hergestellt worden, um Fleisch einzupökeln.
Also das ist jetzt hier unser zweites Holzfass in 40 Jahren. Also die halten auch schon ihre 20 Jahre auf jeden Fall aus. Hier haben wir eine ganz andere Art von Bottich. Das ist nämlich ein Kupferbottich. Der stammt aus so einem Mantelpott, den man früher hatte, um Wäsche zu waschen. Also darunter wurde dann Feuer gemacht. Oder auch um in den Viehbetrieben Kartoffeln zu kochen. Hier läuft das Wasser vom Treibhaus rein. Diese reinen Kupferbottiche haben natürlich den Vorteil, die kann man so auch im Winter ruhig stehen lassen, weil das kann sich ja ausdehnen, das Kupfer. Noch ein anderes Verhältnis zum Aufbauen von Flüssigkeiten. Hier ist es Brennnesseljauche. So ein alter Steinguttopf, der früher hauptsächlich für Sauerkraut oder andere eingesäuerte Gemüse benutzt wurde. Das ist halt auch ideal, um jetzt so eine Jauche anzusetzen. Muss natürlich auch im Winter umgedreht werden, denn auch so ein Topf platzt natürlich dann sehr schnell im Frost. Bei den Transportbehältern stechen natürlich solche schönen Weidekörbe besonders hervor. Und die gibt es ja auch in Metall. Also eigentlich auch verzinkt, unverwüstlich. Also ein Plastikkorb, der hält ja nun nie lange. Und so schöne Weidekörbe, warum soll man nicht mal ein bisschen da investieren und auch dieses alte Handwerk unterstützen, damit diese noch weiter produziert werden. Bei der Anzucht von Pflanzen, da sind wir noch wirklich so in der Umstellung. Hier sieht man noch jede Menge Kunststoff, Plastikartikel. Weil leider sind ja diese ganzen Tontöpfe ganz außer Gebrauch gekommen. Obwohl sie ja wirklich auch immer wieder verwertbar sind. Aber ich habe jetzt im letzten Jahr in einem Secondhand-Laden noch jede Menge kleine Blumentöpfchen gekauft. Die kosten 50 Cent das Stück. Da kann man gut drin anziehen, Pflanzen. Aber wir haben auch immer schon hier solche Backformen genommen zum Anziehen. Ja, hier eine Wiederverwertung ja, von Plastik halt. Diese Einfrierdöschen. Aber auch hier solche Formen, Kuchenformen oder Auflaufformen, die lassen sich ganz gut benutzen, um Pflanzen anzuziehen. Ja, und dann möglichst Plastik wirklich wiederverwerten. Hier haben wir zum Beispiel einen Auszug aus dem Kühlschrank. Die brauchen wir nicht wegwerfen, den kann man dann schön als kleines Treibhaus für Pflanzen im Garten überstülpen. Gerade Blumentöpfe müssen ja nun wirklich nicht aus Kunststoff sein. Die gibt es immer noch aus Ton oder man benutzt ja wie hier alten Sandsteintrog oder zweckentfremdet hier eine Unterteil von einer Petroleumlampe. Hier haben wir alte gusseiserne Töpfe. Und hier drüben auch noch mal alte Holzgefäße, auch vom Flohmarkt. Ich werde mir nie mehr Plexiglasscheiben kaufen, denn so sehen sie dann irgendwann aus. Hier unten war auch eine drin, die ist schon zersprungen sogar. Da habe ich dann einfach jetzt Sperrholz hingemacht. Also im Entenstall hat sie sogar dafür gesorgt, dass ein Fuchs dann Zugang hatte, weil die einfach zerbröselt ist. Wie die meisten Kunststoffe enden, sehen wir ja hier auf diesem Bild. Und hier haben wir Leimzwingen aus Kunststoff, die ich mir auch nie mehr kaufen werde, denn deren Ende ist auch immer vorprogrammiert. Diese Backen hier, die brechen als erstes ab. Wenn man sie im Außenbereich benutzt, geht das ganz schnell, innerhalb von Monaten. Alles kaputt und kann gleich weggeschmissen werden. Dann kauf mir doch gleich lieber so eine verzinkte Leimzwinge. Dann habe ich diesen ganzen Plastikkram nicht. Und dieses Zeug hier, diesen Mist, den gibt es immer noch. Den hat jetzt mein Sohn allerdings gekauft und hat ihn gleich wieder weggeschmissen. Denn die bringen überhaupt nichts. Die, wenn man sie spannt, dann lassen sie sofort in ihrer Spannkraft kurze Zeit später wieder nach. Man kann da gar nichts mit befestigen. Die Dinger gab es schon vor 40 Jahren. Da habe ich sie schon weggeschmissen.
werden immer noch produziert, sollten eigentlich verboten werden. Denn damit was zu befestigen auf dem Dachgepäckträger ist lebensgefährlich. Und dabei gibt es auch da eine Alternative. Ich habe mir einfach von diesen Dingern hier damals diese Metallgriffe hier abgemacht und habe mir ein Latex-Seil geholt. Da habe ich mehrere von und habe dann mir selber welche gebaut. Die halten hier auch seit Jahrzehnten und haben wirklich eine Spannkraft. Ja, also wenn ich da jetzt mal hier dran ziehe, da ist wirklich, da kann man wirklich was mit befestigen. Ewig haltbar, aber nicht so ein Mist. Diese Beton-Nachkriegsbodenplatten oder Gehwegplatten, die werden überall rausgeschmissen. Man bekommt sie eigentlich umsonst. Aber man kann ihnen ein zweites Leben einhauchen. Zum Beispiel als Rasenkantenstein oder auch so eine Beeteinfassung. Gerade bei uns, wo wir so viel mit Wühlmäusen zu tun haben, unten ein Wühlmausgitter drin. Hier natürlich leider noch ein aus Kunststoff. Das muss ich aber erst noch aufgebrauchen. Ich mache aber inzwischen dann auch eher dieses verzinkte Gitter. Aber da kann man dann sehr gut Pflanzen einsetzen. Entweder noch sichtbar oder auch ebenerdig dann zumachen. Zum Schluss jetzt aber auch nochmal zwei positive Beispiele für Kunststoffe. Also dieser Hocker, 50er Jahre, 60er Jahre, wahrscheinlich aus dem medizinischen Bereich, irgendwann mal aus dem Sperrmüll mitgenommen, der ist jetzt seit, also ich glaube mal 30, 40 Jahre bei uns hier in der Werkstatt und in Benutzung. Da sitzen wir drauf, da stellen wir uns drauf. Das ist Kunstleder, nicht kaputt zu kriegen. Also unwahrscheinlich, ne? Unmöglich fast. Aber das zeigt doch, es gibt auch gute Kunststoffe, die lange halten. Die Industrie muss sie nur herstellen wollen und ja, dann kann man sich auch mit so einem Ding anfreunden. Oder ein anderes Beispiel ist hier diese Kannenbürste, Wurzelbürste. Die ist auch seit 10, 20 Jahren bei uns im Gebrauch. Und zwar für Laugen, für Säuren, für kochendes Wasser. Und gucken Sie mal hier, die Haare, da steht noch alles einwandfrei. Und man sieht natürlich, man sieht ihr den Gebrauch an. Aber auch sowas gibt es tatsächlich extra hergestellt für so Zwecke. Ich finde die so gut, dass ich also sie sogar bei uns im Sortiment aufgenommen habe. So kann man sie bei Restaurierungsmaterial hier noch über unsere Homepage sogar auch bestellen. Das zeigt also, nicht alle Kunststoffe sind jetzt schlecht, aber wir als normaler Verbraucher wissen natürlich nicht, wie sind sie hergestellt und sind sie langlebig oder nicht langlebig. Also von daher greife ich dann doch möglichst, wenn es geht, auf andere Materialien zu.